Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dying Light. Okay, das Rathaus ist gleich hier um die Ecke. Das haben wir ja letztes Mal erfahren. Und hier rein. Gut. Da wir da reingehen, ins Rathaus, wir hätten eigentlich da drin speichern sollen, aber ja. C'est la vie. Okay. Ah! Aha, ich dachte, das wäre ein Verkaufsautomat. Gut. Dann doch zuerst das hier und dann. Ja, die Bankautomaten kann man einfach. Okay. Alter. Okay. Gut. Sobald er. Ja, sobald er aufhört, werden wir uns mit Suppe eincremen. Widerliches Zeug. Zum Glück haben wir keine Oculus Rift. Oder Noculus? Noculus? Keine Ahnung. Das, was man auf der Gamescom mit dem South Park Spiel spielen konnte. Das war ja widerlich. Ist er tot? Ja. Gut, da wir hier noch mehr Dietriche haben, die Leute versucht hier. Hat der Typ. Ach, ich dachte, das wäre ein Goldbarren. Gut, ich bin wieder. Und diese Tasse ist es, um das Zeug zu durchsuchen. Okay, was haben wir hier? Extrem viele Dietriche. Ob sie uns damit etwas sagen wollen? Gut. Das Eincremen mit der Suppe ist immer wieder erheiternd. Oh. Der ist auch noch nicht tot. Ist das noch ein Dietrich? Ja. Okay, der ist ganz tot. Ein bisschen Alkohol, Geld und weiteres Zeug. Aber egal. Und ja, natürlich freue ich mich auf South Park. Okay. Auf South Park und die rektakuläre Zerreißprobe. Den Namen finde ich immer noch geil. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Wie viele Dietriche kann man hier haben? Das hier ein schwerer, sehr schwerer. Aha. Tada. Ein schwerer Schloss, aber für uns kein Problem. Gut. Warum kann man nicht kein Perk erlernen, das macht, dass das länger hält? Ah, verdammt, hier können wir nicht durch. Wir gehen einfach nach unten. Oh, und ich freue mich so drauf. Hm.
Gut, die zwei sind tot. Ah, Schloss knacken. Gut. Super. Einer dieser Schmierlappen. Dieser Kotzer. Gut, dann sollten wir noch ein Medipack Intus haben. Sonst könnte es noch... Gut, der ist tot. Und unsere Tarnung ist nach Tauf geflogen. Aber trotzdem noch ein bisschen dran klatschen. Für den guten Geschmack. Ein Arm. Oho. Tabit, hören Sie mich. Wenn Sie im Rathaus sind, könnten Sie mir dann ein paar Sachen aus dem Stadtratsbüro mitbringen? Wo ist die Schlüsselkarte für den Bunker? Ah, die Schlüsselkarte, natürlich. Aufgrund einer Reihe tragischer Ereignisse wurde die Karte oft herumgereicht, aber ich glaube, sie landete letztlich in den fähigen Händen von Police Captain Halim. Besorgen Sie sie von ihm. Warum hat er den Bunker nicht selbst aufgeschlossen? Leider hat Captain Halim kein Interesse mehr an materiellen Dingen. Dieser Tage schlurft er lieber mit einigen anderen ehemaligen Polizisten durch die K-Street. Vielleicht erinnern Sie sich dunkel an den gemeinsamen Job? Welcher gemeinsame Job? Okay, dann müssen wir rausgehen und diesen Polizisten, Hauptkommissar, Polizeibeamter Fritz, finden. Und wir werden ihn irgendwo finden. Okay, Reismänner sind hier nicht mehr. Gut. Ernsthaft, die... Ja. Moment. Ist dieser Riese... Messer? Okay. Gut, ich glaube, meine Waffe ist langsam... nicht mehr die beste. Verdammt. Ah, weg mit dir. Okay. Ja, super, die... Ah, verdammt. Ja, klar, die... Okay, wir haben keine andere Wahl, als hier rauf zu gehen. Und natürlich hier rein. Ah, das Katana könnte hilfreich sein, da wir ja hier mit dem keinen Schaden mehr machen. Gut. Ausgefallen kann. Tantomachete, nein. Und der Rest ist nur Schrott. Gut, dann herstellen, upgraden. Herstellen wir irgend... Engelsschwert-Mod. Huh. Elektrizität und Feuer. Und Exorzist-Mod wäre die hier. Blutung und... Haben Sie etwas, das wie ein Schwert aussieht? Schließen Sie es an, dadurch fährt die Angst vor Gott
in allen, dass es berührt, bis die Batterie alle sind. Gut. Kurzschwert, Machete. Zwei Handschwert. Handsäge, Sense. Die Klinge Gabriels. Gut, dann können wir sie ja auch modifizieren. Die leere Fassung kriegt ein König. Und die andere Fassung kriegt einen zweiten König. Nein! Moment. So. Ein König. Sie alle zu knechten. Und ein weiterer König. Ja. Modifikationen bestätigen. Das ist ein Schwert. Oh. Es ist tot. Gut. Er auch. Ja, sie auch. Gut, das ist also Hauptpolizei. Hauptmann. Dings. Okay, und jetzt zu dir, so. Super. Oh. Au. Mister, du übertreibst maßlos. Ah. Oh, natürlich. Kommen noch Freunde. Au. Okay, hier rauf. Dann ein bisschen Bandagie üben. Okay, vielleicht nicht. Daneben und jetzt stirb! Du! Aha. Fuck! Was ist das für ein... Gut, ich habe mich gerade bandagiert. Ah, fuck. Oh, fuck. Gut, Entwürfe, was haben wir? Schild, Dietrich. Unterwasser, Algen. Sophias Heilrezept? Ah, für Medikits. Gut, ja. Wir machen ein paar weitere Medikits. Denn wie es scheint, können wir die sehr gut gebrauchen, denn es ist Engelsschwertmord. Schön, dass wir die Flüchtergift. Gut, und jetzt kurz nach. Verdammt, der trifft im Moment immer. Der ist tot. Gott sei Dank, der ist tot. Und danke, Captain Halim.
Halim, Halim. Sagt mir das irgendetwas? Ich glaube, nein. Ah, und dieses Geräusch, das ich vorhin die ganze Zeit hörte, das war also doch ein Telefon. So, einmal hier und einmal da. Ja, ja. Dass die noch funktionieren? Übertreibt ein... Moment. Hier können wir es abgeben. Okay, wie kommen wir da rein? Ah. Ja, stimmt, so. Wie bist denn du? Ah. Kein Interesse. Au. Gut, dann öffnen wir das hier mal. Willst du handeln? Nein. Schau nur ein bisschen um. Okay, das, der Schaden ist hier gleich. Dann machen wir Katana. Als nächste Waffe. Gut, dann haben wir hier jemanden. Hi, wer bist denn du? Hast du das gehört? Warum dreht jemand die Musik so laut auf? Da hat einer echten Todeswunsch. Da stand gerade tote Sensucht da unten, aber okay. Okay, ich dachte, der würde irgendetwas... Ah, ich dachte, hier wären... Die Legende lebt. Ja, neuer Überlebensrang. Okay. Ein Schild. Gut. Dann schauen wir uns mal an, was für Fertigkeiten wir einsetzen können. Hier. Der Rang 18. Wir sind jetzt Stufe 18. Mit neuer Stufe hat er vielleicht etwas Neues. Tödliche. Mittelalterliche Langschwert. Oh, der Schaden ist auch nicht schlecht. Reparaturen 3. Upgrades 2. Haltbarkeit. Okay, der Schaden klingt gut. Schauen wir uns mal später an, wenn wir Stufe 20 sind. Heute BU-Auslastung? Ah, verdammt. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte eigentlich C klicken. Ja. Die CPU-Leistung ist ja auch wieder zu hoch. Ich muss mir das anschauen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch runter... Hey! Gut, eigentlich will ich mich hier nicht die ganze Zeit aufhalten. Ich will... Ja, ja, ja. Ich weiß, ihr seid hübsch, bla bla bla, und jetzt weg da. Boah, die haben jetzt gerade genervt. Ein klein wenig nur. Okay.
Super, die sind hier. Gut. Für die Tarnung sind sie gerade gut. Dann wird die Tür. David, was macht der denn hier? Auf Befehl des Bürgermeisters gehört alles in diesem Bunker jetzt mir. Verschwinde, Dieb! Was? Ernsthaft? Ernst? Oh Gott, so ein Idiot. Okay, anders kann man ihn nicht betiteln. Und da hier drin Zombies sind, würde ich sagen, das war mal ein guter Bunker. Vielleicht vor der Zombie-Apokalypse, aber jetzt. Verschwinde, Dieb. Oh. Ein bisschen Müll. Da geht's nicht rein. Okay, die sind hier gestorben. Ich dachte, also wie es scheint, haben sie hier überlebt, hier gelebt. Und dann ist irgendeiner gestorben, würde ich sagen, und zum Zombie geworden und hat die anderen ja im Schlaf oder so umgebracht. Und das war's. Hier in der Wand ist etwas? Also bis jetzt haben wir nichts. Und hier sind alle, wie es scheint, auch wirklich tot. Also bis jetzt ist noch keiner wieder auferstanden. Nach dieser, nach der da. Der einzige, der hier rumgemault hatte, war Tabit. Ah, verdammt. Ich dachte, dieser Kratzgeräusch und so, dachte ich, vielleicht wäre das ein Zombie, das sich anpirscht. Aber nee, das ist nur das Kratzgeräusch. Also, das sieht Kriegs. Oh. Okay. Da geht's nicht auf. Aber bis jetzt scheint der Bunker ein völliger Tanto. Eine Sackgasse nicht gerade, aber. Bis jetzt ist es. Okay, hier kommen wir nicht rein. Vielleicht haben. Storage! Also noch etwas sein, was ich übersehen habe. Ah. Okay, die Ventilation funktioniert noch. Zumindest zum Teil. Oh. Es ist Abend. Ethan, hier Crane. Ich bin in einem Vorratsbunker unter dem Rathaus.
Wir haben den Jackpot. Tolle Nachrichten, Crane. Danke. Hast du Tabit echt dazu gebracht, dir zu helfen? Ja, aber ich musste ihn leider auch töten. Verstehe ich total. Ja. Okay, Inventar voll. Katastrophe, Hilfsgüter. Okay. Sehr schön, wir... Inventar voll. Inventar ist alles voll. Gut. Aha. Oh, hier noch. Gut, der Rest kann er alles haben. Getränke, Kaffee und all das andere schöne Zeug. Aber wir brauchen die JAI-Pakete. Und jetzt leben hier oben alle, oder? Nein. Tabit wurde auch sehr schön filetiert. Okay, was machst du denn hier? Blöder Bastard. Diese Tür war vorhin verschlossen. Also was heißt hier vorhin? Ja, als wir vorhin da oben waren. Und dieser war also erst vor kurzem tot, also... Was macht der hier? Noch mehr Dietrich? Gut, hier haben wir einen Teddybär. Oh, sogar ein Sheriff. Noch mehr Dietrich? Ist ja nicht so, als könnten wir tonnenweise von denen machen. Interessiere mich auch kein Stück. Ja, Geld. Geld regiert bekanntlich ja die Welt, aber... Dessen Schädel war doch schon weggeplatzt. Was zum Geier ist hier nochmal los? Der Schädel war wirklich so in zwei geteilt. Ja, ich habe dieses Jahr gesehen, also. Was zum Geier ist hier los? Und warum ist hier alles voller Blut? Sogar die Decke und so. Ob mir das gefällt, ich glaube eher weniger. Rathaus verlassen, ja. Okay. Ja, jetzt ist finsterste Nacht. Finde heraus, woher die Musik kommt. Das ist ein Sicherheitsbereich. Ich weiß, warum Sie hier sind. Und warum? Ihr Erzfeind erwartet Sie.
Ihr wartet schon sehr lange. Sind Sie ihm begegnet? Er wollte meine Visionen einst zu seinem Vorteil nutzen. Aber ich werde einem wie ihm nichts offenbaren. Ihnen dagegen schon. Und wie viel soll das kosten? Der Preis ist hoch. Aber Sie werden ihn nicht an mich zahlen. Gehen Sie jetzt zum Fluss. Dort finden Sie ein duftendes Nachtschattengewächs, das sich nur im Mondlicht zeigt. Die Rauchschwaden seiner Glut helfen Suchenden, den Schleier zu durchdringen. Nichts mehr auf Lager? Ich brauche einige Zweige dieses Krauts. Vielleicht besorge ich sie. Aber schalten Sie besser diese Musik ab. Hier tritt nur ein, was ich eintreten lasse. Nun muss ich meinen Geist entleeren. Erstens, schräger Vogel. Überlebens... Ja, das könnten wir. Ja, machen wir es. So haben wir wenigstens die Punkte sicher. Unbemerkt. Und können wir es nicht selber abschalten? Egal. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao. CPU-Auslastung zu hoch. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.